willkommen zu einem neuen Video. Und heute sitzen wir an einer Bushaltestelle und warten auf den Bus, der nicht kommt. Was aber kommt, ist ein sehr, sehr schönes Mädchen, das wir gerne ansprechen möchten und die uns einfach verzaubert hat. Allerdings ist etwas faul an der Sache und genau hier sind wir bei dem Punkt, ich liebe solche Games. Und vor allem Games, die ähnlich sind wie Doki Doki Lecture Club und sich an dem Ganzen ein bisschen inspirieren lassen haben. Deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt bei diesem Game rauskommt, ob man entkommen kann oder nicht, ob das wirklich nur eine Love Story ist. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über ein Abo auch und gerne auch über weitere Games in die Richtung, die ihr kennt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wir gucken mal, was passiert, wenn man die Liebe auf den ersten Blick an einer Bushaltestation hat. Okay, dieses Game ist nicht für Kinder oder für Menschen, die leicht verstört werden. Na super. Möchtest du es trotzdem spielen? Ja, möchte ich. Super, lass uns starten. Okay. Sieht voll schön aus. I look out over the empty street as I stand at the bus stop unnecessarily. Also ich stand quasi an einer Bushaltestelle und habe auf eine leere Straße geblickt. Es hat gerade erst geregnet, also war die Straße noch sehr rutschig und nass. Ich konnte sehen, wie sich der Himmel in den kleinen Pools voll mit Wasser spiegelte, der über die Straßen sich verteilt. Also überall sind nasse Pfützen, wo sich der Himmel drin spiegelt. Das mag ich übrigens auch sehr. Ich liebe es vor allem, wenn es Sommer ist und dann regnet es, dann riecht der Boden so nach so nasser Beton. Es wirkte, als würde ich für immer warten müssen. Wird der Bus irgendwann mal hier ankommen? Ich schaute nach links und nach rechts, aber es war kein Verkehr zu sehen. Wo sind denn alle? Ich habe meine Arme verschränkt und habe angefangen, nach vorne und hinten zu wippen und mein Gewicht vor und nach hinten zu verschieben. Wo sind alle nur? Dieser Bus sollte so schnell es geht herkommen, ansonsten werde ich laufen. I'm just about ready to give up. Ah, war gerade dabei aufzugeben, als ich etwas gehört habe. Ein Mädchen ist auf mich zugelaufen. Sie ist sehr schön in ihrer Schuluniform. Und ihre Haare waren in zwei Knoten am oberen Kopf befestigt. Also so zwei Knödelchen. Okay. Sie lief zu mir. She walks up next to me and takes a seat on the bench. Also sie lief zu mir und hat sich quasi neben mich hingesetzt. Ich kann merken, wie meine Backen langsam rot und warm werden. Soll ich mit ihr reden? Sie ist so schön. Ich habe Angst, irgendwas Dummes zu sagen. Ich weiß nicht, ob sie nur alleine sein möchte oder nicht. Was soll ich tun? Ich soll das Wetter kommentieren. Tell her the bus is taking forever, also dass der Bus ewig braucht oder nichts sagen. Ich sag mal, dass der Bus ewig braucht, so würde ich es machen, weil es mit dem Wetter ist schon so ein bisschen, ich suche jetzt einen komischen Aufhänger, um mit ihr zu reden. So, es ist eine Information, der Bus braucht heute ewig. I look at the girl confused, she's waiting for the same bus that I am. Ah, okay, ich schaue das Mädchen, also wir wissen nicht, ob wir es ihr sagen sollen, weil wir nicht wissen, ob sie auf denselben Bus halt wartet. Hm, stimmt, dann war das wahrscheinlich falsch. Hm, ich glaube, der Bus ist gerade auf seinem Weg. Er braucht nur eine Weile. Dieses Mädchen schaute mich einen Moment an. Then churlishly nods before staring back at the ground. Dann schaut sie kurz zurück und dann fängt sie wieder an, auf dem Boot, auf die Straße zu starren. Oh nein, die hat nichts gesagt. I stand here for a moment trying not to look over at the girl. Ich versuche sie nicht anzuschauen, wie unangenehm. It's kind of hard though as the wind catches her hair and seems to make it dance. Es ist sehr schwer, sie nicht anzuschauen, denn als der Wind ihre Haare strifft, sah es aus, als würden sie tanzen. I'm suddenly very aware of the space between us and how she's moving. Er nimmt sich gerade sehr viel oder ist gerade sehr bewusst zwischen dem Platz, den die beiden haben und wie sie sich bewegt. Da achtet er gerade sehr drauf. Ich möchte nicht, dass sie das Gefühl hat, dass ich sie anstarre. Ich möchte nicht, dass sie sich unwohl fühlt. Soll ich mich vorstellen? Mein Name ist... Das ist seltsam. Ich habe meinen Namen vergessen. Vielleicht sollte ich es nochmal versuchen. Also, mach meinen Namen rein. Ich bin
Gnudrun. Toller Name. So. Hi, mein Name ist Gnudrun. Okay. Guter Start. Jetzt frage ich sie etwas. Wartest du auch auf den Bus? Kommst du hier öfter her? Wartest du hier auch auf den Bus? Das ist eine dumme Frage. Was macht sie hier wohl? Ob sie öfter herkommt? Schwierig. Ich sag mal nichts. I'm just about... Ich sage erstmal nichts, when my tongue suddenly feels... Ich wollte etwas sagen, aber auf einmal hat sich meine Zunge angefühlt wie Wolle in meinem Mund. Was zur Hölle würde ich diesem schönen Mädchen überhaupt sagen? I honestly, ich kann gerade nicht klar denken. I can feel the girl... Ich kann fühlen, wie sie mich gerade anschaut, was mein Herz wirklich schneller pochen lässt. Ich spüre es bereits. Kennt ihr das, wenn euer Herz so stark schlägt, dass ihr es in den Backen fühlt? Warum kann ich nicht mit ihr reden? The girl and I stand there awkwardly for another moment or so, letting the silence stretch us between... Also wir saßen quasi alle beide so ein bisschen unangenehm an der Bushaltestelle und es wurde auf einmal eine sehr unangenehme Stille zwischen uns breit und laut. Why don't I ever know what to say to you? Wieso weiß ich nie, was ich einem so schönen Mädchen wie sie sagen muss oder soll? Mein Name ist Adrienne, übrigens. Adrienne is not looking at me and she says this, but I can feel a small bubble of joy start to rise in my belly. Also sie hat mich nicht angeschaut, während sie ihren Namen gesagt hat und ich merke quasi, wie sich Freude in meinem Bauch auftut. Vielleicht bin ich ja doch nicht so ein Creep, wie ich dachte. Maybe, vielleicht möchte sie doch mit mir reden. Schön, mein Name ist Gnudrun. Oh Gott, was hat die für Zähne? Oh Gott. Ich merke, wie meine Backen anfangen zu brennen, als ich bemerkt habe, dass ich mich gerade bei ihr vorgestellt habe. Adrienne lets out a small giggle. Adrienne lacht. Hihi. Und ich schaue sie an, um sie lachen zu sehen. Ja, das hast du bereits gesagt. Wir starren uns beide für einen Moment an. Before we both dissolve into a fit of giggles. Oh mein Gott, wie unangenehm. Bevor wir beide angefangen haben zu kichern. It's kind of like some kind of wall. Also es wäre eine Wand zwischen uns gerade verschwunden. Because Adrienne seems like a friend when I look. Also es wirkte so für mich, als ich sie angeschaut habe, als wäre sie eigentlich schon ein Freund. Als würde ich sie bereits schon kennen. Also, Gnudrun, warum bist du hier? Was soll ich sagen? I'm waiting for the bus. I'm on my way home. Ich soll das Thema wechseln. Ich sag, ich bin gerade auf den... Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. Ich schaue sie an. Oh, sie gefällt dir gar nicht. I look up and down the street to see if there's any trace of the bus. Also, ich schaue gerade die Straße rauf und rund, um zu schauen, ob es irgendwo eine Spur vom Bus gibt. Aber die, Straße ist still pretty damn deserted. Also die ist komplett leer. And it seems like I have been waiting forever. Und es wirkt, als würde ich für immer warten. Adrienne gives me a look as though she knows something that I don't. Okay. Die Adrienne schaut mich an, als wüsste sie von etwas Bescheid, von dem ich nichts weiß. Okay, und dann wurde sie auf einmal wieder sehr fröhlich. Ja, der Bus ist immer sehr spät hier. Es ist sehr nervig. Das Schweigen breitete sich wieder zwischen uns aus und es wurde schon wieder unangenehm. Almost if we, also fast als hätten wir, we have forgotten used to each other. Genau, also das hätten wir, wissen wir gar nicht, was wir sagen sollen. Aber sie wirkt doch eigentlich sehr comfy. Ich war noch nie gut darin, mit Frauen zu reden, wie sie eine ist, also mit Frauen wie ihr. In fact, this is maybe one of the longest conversations. Das ist wahrscheinlich eine der längsten Unterhaltungen, die ich jemals mit einem Mädchen hatte, seit langer Zeit. It's just a plus that the girl is so cute. Es ist nur noch ein Plus, dass sie eben so süß ist wie Adrienne. Vielleicht sollte ich ein bisschen näher zu ihr rücken? Nein, ich bleib, wo ich bin. Ich glaube, das kann ich nicht. Adrienne ist einfach zu süß. Was ist, wenn sie sich wegbewegt? Was ist, wenn sie das nicht will? Ich glaube, ich könnte die Enttäuschung gerade nicht ertragen. Also wollte ich nichts riskieren. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mit dem Typen auf der Busstation oder an der Busstation sprechen würde, dann hätte ich erstmal gerne nette Unterhaltung und nicht, dass der direkt so extrem näher rutscht. We stand there, also sie sagt immer, sie standen dort, aber sie saß ja auf der Bank, deswegen sage ich jetzt, sie saßen dort. Und er spricht ja auch die ganze Zeit von Sitzen. An der Bank für eine Weile, als ich bemerkte, to make
Furtive glance my way. Als ich merkte, dass Ariane immer wieder zu mir rüberschaut. I give her a weak smile that feels goofy on my lips. Ich habe ihr ein leichtes Lächeln gegeben, das sich für mich ein bisschen doof auf meinen Lippen angefühlt hat. Aber sie hat zurückgelächelt. Es hat nicht lang gebraucht, bis sie einen Schritt näher auf mich zukam. Ah, und dann noch einen. Ist es wirklich möglich, dass sie mich mag? Oh Gott, ich hoffe, die ist kein Vampir wegen ihren Zähnen, ne? I can feel a small bubble of joy start inflate inside of me. This is the best I have felt in a while. Ich bin sehr, sehr happy und es ist der beste Moment. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt. Also, Knutrun, erzähl mir etwas über dich. Ich schaute Ariane an und versuchte herauszufinden. Oder versuchte sie lesen zu können, oder über sie etwas herauszufinden. Was möchtest du wissen? Eigentlich alles. Was tust du in deiner Freizeit? Ich watch Animes, ich schaue Bücher an, ich mag Sports, Lüge, ich schaue Animes. I don't know how to talk about this, because I know the most girls don't like Animes. Wer mag denn das nicht? Ich weiß, wie ich darüber reden soll, aber die meisten Mädchen mögen es nicht, wenn man Animes schaut. Aber ich liebe es. Da muss man am Anfang ehrlich sein. Still, I think the best idea is to... Ich glaube, das Beste ist es, ehrlich zu sein. Das denke ich auch. Ich schaue Animes. Okay, es scheint dir scheinbar zu gefallen. Ernsthaft? Was für Animes? Ich meine, welche? Ariane looks me so excited that she can't help the grin. Also, sie freut sich. Sie ist richtig happy. Das war eine gute Antwort. Well, ich schaue ganz viele verschiedene Sachen. Ich schaue vor allem Magical Moon Goddess of Westboro High. Adrianas Face wird noch happier. Oh mein Gott, wie weit bist du gerade in der Serie? I think I have watched... Ich glaube, ich habe jede Episode zweimal geschaut. Ich kann merken, wie sie immer mehr lächelt. Oh, I can feel the grin spread. Ah, ich kann merken, wie ich grinse. Mein Gesicht, mein Lächeln ist über mein Gesicht sich ausbreitet. Und ich tue nichts, um das zurückzuhalten. Es ist so selten, jemanden zu treffen, der den gleichen Anime mag wie ich. Ich bin gerade mitten in der dritten Season. Ariane seems so giddy to talk about the show that she almost vibrating. Also sie freut sich schon voll und ist richtig nervös, mit mir jetzt darüber zu reden. Oh, diese Season ist so gut. That the one where Goddess Venus takes on the preacher in single combat. Also sie reden jetzt quasi über die Serie. That fight, dieser Kampf war wirklich legendär. I really hated Preacher Helps, so I was happy to see Venus and her girlfriend. Ariane suddenly gives me a shock look. Auf einmal schaute sie geschockt. Das hat sie mich gespoilert, ne? Du warst doch mitten in der Season 3, oder? Ja, warum? Oh mein Gott, dann habe ich jetzt gespoilert. Es tut mir so leid. Ariane sieht sehr traurig aus, weil sie mich gespoilert hat. Ich lächle zurück und versuche ihr zu verstehen zu geben, dass es okay ist. Keine Sorge. I'm just happy to find someone. Ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe, der die Show auch mag. Ich treffe nicht viele Leute, die auch so sehr Animes mögen. Ariane seems to perk up a bit at that. Also sie wird ein bisschen happier. Wow, das ist that's a really good show, so I just get excited. Also eine sehr gute Show, sie freut sich sehr. Ariane sounds a bit apologetic as she speaks. Also sie hört sich ein bisschen an, als würde sie sich noch entschuldigen wollen. Still... I feel nothing but excited to have found someone who's this anime. Also ich freue mich sehr, dass ich jemanden gefunden habe, der diesen Anime auch so sehr mag wie ich. Ein Moment ging vorbei, als Ariane und ich auf die Bäume starren auf der anderen Seite der Straße. Neither of us say anything, but the silence between us no longer still. Also keiner von uns hat was gesagt, aber die Stille zwischen uns ist nicht mehr unangenehm. Aber der Bus ist immer noch nirgendwo da. Und ich werde langsam nervös, ob ich niemals nach Hause komme. I'm just about to turn around to see if there's a bus plan. Also ich habe mich umgedreht, um zu gucken, ob irgendwo ein Busplan ist. Was gibt immer die Zeiten. Und dann hat Ariane meine Augen quasi, hat mich Blickkontakt mit ihr gemacht. I become very aware of the distance between us once again. Ich habe mich nochmal sehr, war nochmal sehr bewusst, wie weit wir voneinander entfernt sind. I think I could move in closer. Also ich könnte jetzt näher zu ihr rutschen. Move in closer. Ich weiß es nicht. Nein, wenn, dann soll sie das machen. Bleib, wo ich bin. Ich möchte nicht näher rutschen. I simply cannot
get myself to move no matter how much I wanted to. Also ich kann nicht näher rutschen, so sehr ich es auch mag. I stand there. Also sie reden immer von stehen, aber sie saß. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich glaube, es ist weniger awkward, wenn man steht, ein bisschen näher zu kommen, als wenn man sitzt. Ich saß der, sah oder stand dort, als ich merkte, dass sie mich anschaut. Als würde sie wollen, dass ich näher zu ihr komme. Ich weiß, es ist Schwächling, Versager, cowardly. I know it's kind of cowardly wanting her to make the first move, but I can't seem to move. Also es ist für, ich bin ein Feigling. Es ist feige von mir, weil ich merke, dass sie möchte, dass ich näher rutsche, aber ich mach's nicht. Ariana doesn't move and I can't help but feel a bit let down. Also sie möchte, sie bewegt sich nicht und ich kann mir nicht helfen. Ich fühle mich ein bisschen traurig, unangenehm. Es ist für mich so. The sound of Ariana's voice almost startlingly as it breaks the tension between us. Also Ariana spricht und es tut die Spannung zwischen der unangenehmen unangenehmen Stille zwischen uns brechen. Du gehst zur Schule, richtig? Ja, warum? Well, what are you gonna do once all of this? Also was wirst du nach der Schule machen? Ariana gestikuliert vage in die Richtung, von der sie gekommen ist. Und I mean, if the bus ever... ich meine, wenn der Bus jemals kommen wird. Ich denke für einen Moment nach. Ich weiß nicht. But my future has been slipping further and further from my mind as of late. It's almost like... doesn't really matter right now, especially when I have such a cute girl nearby. Also ich weiß es gerade nicht und ich kann gerade eh nicht klar denken, weil ich so eine süße Dame neben mir sitzen habe. But I'd better, aber ich beantworte mal lieber ihre Frage. I'm gonna be a scientist, werde ein Forscher sein, ich werde ein Schriftsteller sein. I don't know, ich weiß nicht. As long as I can make a lot of money. Forscher? Wie wär's mit einem Gamer? Ich sag mal Forscher. I stare into the middle of distance for a moment. Ich starte quasi mitten in die Ferne und versuche rauszufinden, was ich mal werden möchte. Ich glaube, ich möchte einmal ein Wissenschaftler werden, wenn das Sinn macht. After all, I do. Nach allem mag ich diese Frage. Ich denke, ich möchte ein Forscher werden. Wirklich? I can picture you in a lab coat. Ich kann mir dich nicht vorstellen in einem Laborkittel irgendwie. I look at Ariana for a moment, trying to figure out if that was a dig about my weight, but then decide against it. Okay, also sie überlegt sich gerade, ob das, oder er überlegt sich gerade, ob das ein Diss war wegen seinem Gewicht. Aber er entschied sich dagegen, dass es bestimmt nicht daran gelegen hat. Ich glaube, sie hat es nicht so gemeint. Naja, nicht alle Forscher tragen ja einen Laborkittel, weißt du? Ich glaube... Ich möchte weiter Fragen stellen. Like, I want to be one of the ones who help fix the world. Ich möchte einer von der sein, der es schafft, die Welt zu reparieren. Weißt du, was ich meine? Ariana gibt mir einen skeptischen Blick. Oh nein, weil sie merkt, dass das, was ich sage, keinen Sinn macht. Ich glaube, das macht Sinn. Und weißt du... Das ist ja eigentlich sehr nobel von dir. Die Welt zu retten ist wie ein gutes Ziel, das du haben solltest. Selbst wenn du, even if you're not, never gonna be, selbst wenn du niemals in der Lage sein wirst, es zu schaffen und zu tun. Ich starte Ariana für eine Sekunde an und versuche ihren Ausdruck zu lesen. She just mentioned something pretty dark. Sie hat etwas sehr Dunkles erwähnt. But now she looks... very happy. Also sie hat ja gerade das gesagt, dass man die Welt nicht retten kann und war sehr böse und jetzt auf einmal ist sie wieder sehr happy. What was the last thing about me no one being able to do? Mention it, leave it. Ich erwähne es jetzt mal. Warum würde ich niemals in der Lage dazu sein, die Welt zu retten? Ariana gibt mir ein süßes Lächeln. Es ist nichts. Alles, was ich gesagt habe, that you never be able to change the world if this bus never gets here, hat sie nicht. Du wirst niemals in der Lage sein, alles zu ändern, wenn der Bus niemals herkommt. Das hat sie aber nicht gesagt. Ariana gibt mir einen süßen Blick.
Und ich decided that I'm probably overreacting. Und ich entschied mich dazu, dass ich wahrscheinlich überreagiert habe. Sie hat es wahrscheinlich nicht böse gemeint. Ein unangenehmer Moment der Stille herrschte wieder zwischen uns. I'm suddenly very aware of the distance between us, but it's not a good way for the first time. Also ich bemerke wieder, wir stehen noch sehr weit voneinander entfernt. Was ist los, Gudrun? Möchtest du nicht etwas näher kommen? Wir sind so weit voneinander entfernt, glaubst du nicht? Oh nein, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Lächeln von Arianes Face starting to take on a menacing feeling. Also es fühlt sich an, ich weiß nicht, was menacing heißt, würde jetzt aber mal interpretieren, dass es für mich etwas bedeutet. Ariana is looking at my expectantly and I realize that I'm... Okay, also sie möchte jetzt etwas von mir, ich muss näher kommen. Ja, sicher, ich werde näher kommen. Okay, ich habe mich gezwungen, sie anzulachen und bin näher gerutscht. Oh Gott, ich komme näher. Ein inch by way closer, ich bin jetzt ein bisschen näher an ihr. Aber ich achte trotzdem immer noch, dass es nicht zu nah ist. Mhm. Oh Gott. Wir berühren uns jetzt fast schon. Ariana stare seems to be boring into me. Ariana starrt. Also sie starrt mich an. Seems to be boring into me. Es wirkt gelangweilt. Oh mein Gott. Der Gnutron, doesn't that feel nice? Ihhh. Gnutron, fühlt sich das nicht gut an? Don't you just want to be like this all the time? Wolltest du nicht so nahe hierher kommen die ganze Zeit? Ich habe Ariana angeschaut und war verwirrt. Was passiert hier? The distance between us is starting to get weird as we sit there in silence for another moment. Also wir sind so nah jetzt beieinander, das ist irgendwie awkward, weil keiner redet. Adrienne, habe ich gerne Adriana gesagt? Adrienne is still staring at me. And I'm starting to get creeped out. Also sie starrt mich an und es macht mir Angst. So, das ist es also, hä? Huh? Das ist was. Adrienne is staring at me, but something seems to be going on with her face. Oh nein, sie starrt mich an. Irgendwas passiert mit ihrem Gesicht. This is the part where you die. Oh mein Gott, was? Das ist der Part, an dem du sterben wirst. Ich starre Adrienne an. Ich glaube gerade nicht, was ich gehört habe. It's always strange when this part comes around. Es ist doch seltsam, wenn diese Seite rauskommt, denkst du nicht? Ich versuche aufzustehen, but find that I'm glued to my seat. Ich will aufstehen, aber ich bin an meinen Sitz festgeklebt. Ich kann meinen Körper nicht bewegen. Adriennes Gesicht ist going in out of focus. Also sie verliert immer wieder den Fokus. Was ist passiert denn hier? Keine Angst. Ich werde es langsam angehen, die Sonnenbrunnen-Vampir. The way that Adrienne would have wanted. Oh mein Gott. Bist du nicht Adrienne? The person I knew as Adrienne gives me a sideway looks. Also bombastic side-eye. Die Person, die sich mir als Adrienne ausgegeben hat, hat mir einen gruseligen bombastic side-eye look gegeben. Also die guckt quasi so seitlich. Ich glaube, ich bin Adrienne irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was Adrienne ist, was Adrienne da überhaupt spricht. Aber ich habe Angst. Ich möchte hier nicht mehr sein. Ich schaute nach dem Bus, aber es war immer noch kein Zeichen vom Bus. Okay. Du hast Angst, Gnutrun. Aber es gibt keine Grundangst zu haben. Alles wird schön, vertrau mir. Well, naja, für mich am Ende. Für dich, wie auch immer. Das Lächeln von Adriennes Lips seems to turn cruel in an instant. Don't want to hear this. Ich möchte das nicht hören. Ich möchte hier nicht mehr sein. Ernsthaft, Gnutrun. Du musst dich mal entspannen. Du wirst... Praising the script failed. What happened? What did you do? Why would you do this? Was ist passiert? Warum tust du das? Bin ich immer noch hier? Was? Was passiert hier? Oh Gott, das ist ja wie Doki Doki Lecture Club. Was passiert? Warum tust du das? Adrienne sagt nichts. Sie starrt mich nur an, während die Welt hinter uns oder hinter mir zusammenbricht. Ich will nicht. Ich will das nicht mehr. Ich möchte von vorn anfangen. Bitte lass mich von vorn anfangen.
Oh mein Gott, was? Nutron, was tust du? Glaubst du, du könntest mich so leicht loswerden? Ja. Super, dann lass uns von vorne anfangen. Oh mein Gott, das ist ja wie Doki Doki Lecture Club. Also, ich schaute über die Straße. Es hat gerade geregnet. Es wirkte, als würde ich für immer warten. Wird dieser Bus überhaupt kommen? Ach stimmt, der hat vorhin irgendwas gesagt, wo ich mir dachte, ob er das nicht schon mal erlebt hat. Was war denn das nochmal? Ich habe es nur nicht angesprochen. Wo sind alle? So, ist wieder die gleiche Konversation. So, ich gehe jetzt mal nicht näher zu ihr. So, jetzt ist die da. Und guck mal, wir sitzen doch die ganze Zeit. So, ich werde jetzt mal nicht mit ihr reden. Ich sag nichts. Bin mal richtig reserviert und bleib weg von ihr. Das sind jetzt einfach die gleichen Konversationen wie immer. Deswegen gehe ich mal über. Oh, enter your name, Murderer. Oh mein Gott, ich lass mal Murderer. Was ist passiert? Was ist passiert? Was? Nein! Das ist nicht dein Name. Das ist nicht gut. Lass uns von vorne anfangen. Weil ich jetzt gesagt habe, mein Name ist Mörder. Oh mein Gott, ach, die will immer wieder, dass ich eine Gehirnwäsche habe. Nutron, was wirst du jetzt tun? Glaubst du, es wäre so einfach, mich loszuwerden? Nein. Gut, dann lass uns nochmal von Anfang an starten. Ja, okay, so jetzt. Okay, ich gebe mir nochmal den gleichen Namen. Das ist ja witzig. Ich liebe so Spiele, wo du nochmal alles von vorne spielst. Aber irgendwie checkst du noch nicht, wie du entkommst. So, was tust du hier? Where did you come from? Ich sag nichts. So. Ignoriere sie jetzt einfach. Was will sie meinen Namen wissen? Adrienne heiße ich. Warte, nein. Das ist nicht dein Name. Das ist nicht gut. Mann, verdammt. Okay, so, dann heiße ich jetzt wieder Knudrun. Skip. Ich sag nichts. Skip. Ich heiße Knudrun. So, mein Name ist Knudrun. Skip. Skip. Oh. But you knew that already, didn't you? Warte, was war das gerade? Aber, hi Knudrun, mein Name ist Adrienne. Aber das weißt du ja bereits schon, oder nicht? Ich lachte Adrienne an, not completely sure why something about her is making me feel uneasy. Ich schaute sie an und war mir aber nicht sicher, warum es mir nicht gut ging, wenn ich sie angeschaut habe. It's probably just that, ich glaube, das liegt nur daran, dass der Bus noch nicht angekommen ist. Ja, das muss es wohl sein. Naja, sie ist sehr süß. Vielleicht sollte ich näher zu ihr kommen. Ich bleib, wo ich bin. Ich entschiede, dort zu bleiben, wo ich bin. So, ich skip mal. Ich weiß nicht, aber sie macht mir immer noch Angst. Knudrun, was machst du da drüben? Möchtest du nicht näher kommen? Nee, mir geht's gut. Adrienne sieht wirklich sehr traurig aus, weil ich habe sie quasi abgelehnt oder wie gesagt, dass ich nicht näher komme. I sit there for a moment while Adrienne stares at me. Sie starrte mich an. Diese Tension from this girl is starting. Also es macht mich sehr irre, dass sie so mich die ganze Zeit anschaut und irgendwas von mir will. Ich brach den Augenkontakt mit Adrienne und starrte vor mir in den Wald auf der anderen Seite von der Bushaltestelle. Vielleicht liegt es nur daran, dass ich hier so lange schon warte. Eine Bushaltestelle mitten im Nirgendwo? Ist es nicht irgendwie sowieso gruselig? Oh Gott! Ich schaue Adrienne an, um einen gruseligen Blick von ihr zu sehen. Oh mein Gott! Und irgendwie wirkt ihr Ausdruck sehr seltsam auf ihrem Gesicht. Ist irgendwas los? Oh nein, es ist nichts, Knudrun. Ich bin nur neugierig über dich. Was hast du denn vor? Destroying young girls. Oh, was? Destroying young girls? Ruining lives. Being a monster. Ich zerstöre kleine Mädchen. Wait. Was wollte ich da gerade sagen? Ich möchte doch keine kleinen Mädchen zerstören. Es wirkte, als hätte ich keine Kontrolle mehr über das, was ich sagen möchte. Ich schließe meine Augen und nehme einen tiefen Atemzug. Ich weiß nicht, was abgeht, aber ich fühle mich sehr krank. Die Welt scheint sich verändert zu haben, als ich meine Augen wieder öffnete. Knudrun, bist du okay? Ich schaute Adrienne an und bin absolut entsetzt. Was ist passiert?
Brauchst du etwas? You lowlife piece of shit. was hast du gerade gesagt? Ich habe gefragt, ob du Hilfe brauchst. Ich schüttelte meinen Kopf und blinzelte ein paar Mal. Alles ist wieder normal. Ich warte auf den Bus mit einem süßen Mädchen, das neben mir sitzt. Oh Gott. Gnutrun reißt sich zusammen, habe ich mir selber gesagt. Ich schaue zu Ariane und sagte mir, you are freaking her out, du machst ihr noch Angst. Ich gebe Ariane das größte Lächeln, das ich kann. Oh Gott. Tut mir leid, was hast du gesagt? Ariane gibt mir einen kritischen oder skeptischen Blick. Ernsthaft, mir geht's gut. Ist wahrscheinlich nur die Hitze. Eigentlich ist mir nicht so warm, aber Ariane seems to accept that excuse. Aber eigentlich ist es nicht warm, aber Ariane lässt diese Ausrede quasi durch. Ich habe dich gerade nach deinen Hobbys gefragt. I flash another smile with I hope will reassure her. Also ich lächelte sie nochmal an. Of course, ich habe eine Menge Hobbys. Oh, was denn? Nun ja, ich mag Animes, ich lese gerne Bücher. Ich tue mache eine Menge Sport. Ich ändere mal das Thema. Ich fühle mich gerade nicht wohl, einem Mädchen, das ich gerade kenne, mit über mich zu sprechen. There's something about this conversation that is making me truly... Also es gibt irgendwas, ist etwas an dieser Unterhaltung, das mich gerade sehr ungut fühlen lässt. Das Wetter ist wirklich sehr schön, ist es? Ariane looks up while then back at me. Also Ariane schaut nach oben und schaut mich dann wieder an. Ja, ich denke auch. Das Wetter ist nie so. Du weißt, warm, aber auch nicht heiß. Schau Ariane für einen Moment an. Weil das der angenehmste Part der Unterhaltung bis jetzt war. Oh mein Gott. Ich weiß, was du tust. Was? Irgendetwas ist seltsam. Du versuchst gerade das Thema zu wechseln. Du versuchst mich... you're trying to distract me from the piece of shit. Du versuchst mich gerade abzulenken von dem Stück Scheiße, das du wirklich bist. Glaubst du, das habe ich nicht bemerkt? Du bist erbärmlich. Your pathetic attempts at changing the subject don't go unnoticed by me. Also dein erbärmlicher Versuch, das Thema zu wechseln, ging an mir nicht unbemerkt vorbei. Ich starte Ariane in abject horror, why is she saying, ich schaue sie geschockt an, während sie all das von sich gibt. We rarely get weather like this. Wir kriegen ganz selten so ein Wetter wie dieses hier. Ariane merkt, dass ich sie gerade sehr skeptisch anschaue. Was ist los, Gnutrun? Hast du einen Geist gesehen? Nein, mention it, leave it alone. Ich lasse es mal, oder soll ich es erwähnen? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht spreche ich es auch einfach an. Nee, ich lasse es mal. Ich sollte es wahrscheinlich nicht erwähnen. Ich glaube, Ariane ist sich nicht dessen bewusst, was gerade passiert, oder werde ich verrückt? Ich habe keine Antwort, aber es fühlt sich alles falsch an. Wir sitzen in einer unangenehmen Stille. Weiterhin hier. Jetzt sitzen wir auf einmal wieder, ne? Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber ich möchte einfach nur in diesen verdammten Bus. Wo ist das Mädchen? Wo ist sie hin? Ich schaue rüber zu Ariane. Sie schaut so unschuldig an und sitzt dort einfach nur. And I'm suddenly struck with an urge to move into... Also ich habe gerade irgendwie ich möchte näher zu ihr rutschen. There's just something about her that has an almost magnetic pull. Also sie hat irgendwas an sich, was mich magnetisch an sie zieht. Was soll ich tun? Bleiben, wo ich bin. Bleib jetzt, wo ich bin. Jetzt komme ich ja mega creepy rüber. I don't know what it is, but this whole thing is giving me the creeps. Ich weiß nicht, was ist, aber diese ganze Situation macht mir Angst. Vielleicht besser, dass ich bleib, wo ich bin. Möchtest du nicht näher zu mir kommen? Oh, Ariane schaut ganz arg enttäuscht. Nein, mir geht's gut. Nun ja. Wenn du nicht kommst, dann werde ich kommen. Aber ist ja nicht schlimm, weil ich sitze ja nicht im Kleber. Oh nein, Ariana scoots in closer zu mir. Sie kommt näher zu mir. Every fiber of my being is telling me to stand up and walk away. Also alle, but I just can't. Also ich kann nicht aufstehen. Heißt es nicht jede Zelle, jeder Muskel in meinem Körper sagt mich, soll aufstehen und gehen, aber ich kann nicht. It feels like I'm rooted to the spots. I'm rooted. Also es fühlt sich an, als wäre ich hier festgewurzelt.
Ariane und I, wir sind jetzt so nah, dass wir uns fast berühren. Oh nein. Kommt wieder das. Ariane schaut drüben. You know. Du weißt, das ist mein liebster Part. Okay, Voice has of kind dreamy quality to it. Arianes Stimme hat etwas von einer traumhaft schönen Qualität. Also sie hört sich sehr schön an. Almost like she's talking to herself more than to me. Also es hört sich an, als würde sie mit sich selber reden als mit mir. Hm, was? Dieser Ort, dieser Moment jetzt gerade, vor dem wir stehen, den mag ich. Wenn wir beide hier sitzen, ganz ruhig und in den Wald starren. Also wir erleben das immer und immer wieder. Deswegen, the world seems, die Welt wird auf einmal dunkler. Was passiert hier? Irgendetwas passiert hier. Bevor sie ihren Plan in Aktion umsetzt. Kannst du es fühlen? God knows you have been here enough times. Gott weiß, du bist schon sehr viele Male hier gewesen. Ich habe keine Idee, wovon Ariane redet, aber ich fühle mich, als wäre ich hier in diesem Sitz verwurzelt. Das Einzige, das ich hören kann, ist mein Herzschlag auf einmal. Knutruhen. Du brauchst keine Angst haben. Du hast das bereits alles zuvor schon einmal probiert. Wovon redet sie? Du wirst für immer so leben. Diese letzten 10 Minuten, bevor sie dich tötet. Das kann nicht wahr sein. Das ist ein Traum. Sag mir, Knutruhen. Glaubst du, du hast es verdient? Waren diese letzten 10 Minuten es wert? Ich möchte hier nicht mehr sein. Ich möchte, dass es vorbei ist. Weil ich glaube, du hast es verdient. Jede Sekunde von Schmerz, den du fühlst, for all of eternity, für alle Ewigkeit, ist encapsulated in this. Okay, ich erlebe immer wieder den gleichen schrecklichen Schmerz. Heißt, sie lässt mich immer die 10 Minuten wiederholen, damit ich immer wieder den gleichen Schmerz habe. Oh, good. Oh, schön, ihr Lachen ist zurück. Warum? Why is her smile back? Warum ist ihr Lachen zurück? Weißt du, Knutruhen, I'm gonna enjoy what. Ich freue mich, was jetzt kommt. Oh Gott. Wo ist sie? Oh mein Gott. Knutruhen ist zurück. Are you ready? Möchtest du deine Tortur wieder starten? Nein. Ihhh! Oh, das ist zu fucking bad. Ihhh, ist die ekelhaft. Ich schaue über eine andere Straße. Wir skippen mal. Okay. It seems like I'm waiting forever. Oh Gott. Was? Was? Nein. Nicht schon wieder. I don't know. I don't wanna. Ich möchte nicht hier sein. Jetzt kommt wieder die gleiche. Also wenn ich skippe. Oh mein Gott. Die Augen. Ihh. Ist das ekelhaft. Das ist einfach die riesen Anime-Augen mit echten ersetzt. Okay. Bist du bereit zu starten? Bitte, bitte nein. Ihhh, Git. Ariana starrt mich an. Apparently trying to figure me out. Versucht mich quasi meine Mimik zu lesen. Weißt du, wer ich bin? Nein, ich weiß, du bist Ariane. Das ist lustig. Das Lachen von Ariane lets out his deep and hollow, completely devoid of humor. I'm an echo of the person you meet just before you died. Sie ist nur ein Echo von der Person, die ich getroffen habe, bevor ich gestorben bin. I'm everything that is left of our miserable Also ich bin alles, was noch übrig ist von unserer miserablen Existenz. And all that is left is the person who hated you the most. Was? Und alles, was noch übrig ist, ist die Person, die dich am meisten hasst. Ich starre at Ariane. Warte mal, bin ich vielleicht ein Killer? Und deswegen habe ich gesagt, ich liebe es, kleine Mädchen zu töten und habe sie umgebracht? How is the person who hated me the most someone I... Wie ist die Person, die mich am meisten hasst? Also wie kann die Person, die mich am meisten hasst, eine Person sein, die ich noch nie zuvor getroffen habe? Also, who was she? Wer war sie, diese Person, die du getroffen hast? Warum war sie hier? Warum wurde sie... Warum hat sie dich getötet? Ich starrte Ariane an und war sehr geschockt. Und war nicht in der Lage, mich zu bewegen. First of all... Also, übrigens, ihr Name war niemals Ariane. She came up with that as she was researching you. Sie kam nur mit dem Namen auf, weil sie nach dir gesucht hat oder recherchiert hat. She wanted you to let your guard down. Sie wollte, dass du quasi dein wahres Gesicht zeigst.
To become, also um vulnerable zu sein, um quasi verletzlich zu sein, dass sie sich mir annähern kann. Sie will eine Schwachstelle finden. Was? Oh, she planned, also sie hat das seit Monaten geplant. She dedicated a large portion of her life to finding out who you were. Sie hat ein eine große Portion ihres Lebens, also viel von ihrem Leben geopfert, nur mich zu finden. It became her singular quest after her roommate killed herself because of what you did to her. Oh mein Gott, es war ihre letzte Aufgabe, nachdem ihre Mitbewohnerin sich wegen dem, was du ihr angetan hast, getötet hat. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht. First she found out who, also als erst hat sie rausgefunden, wer du bist. Her roommate Giselle never said who had done that to her, so she had nothing to go on. Ah, okay. Sie hat also quasi diese Giselle, die getötet worden ist von mir scheinbar, hat nie gesagt, wer es war. It took months to track people down and find out who was at that party. Es hat Monate gebraucht, um herauszufinden, wer auf dieser Party war. Who saw you leave with Giselle? Wer dich mit Giselle hat gehen sehen. Ist das wahr? Nachdem sie herausgefunden hat, then it was just about learning how to ensnare you. Nachdem sie es herausgefunden hat, war es nur an der Zeit, dich anzulocken oder ensnare zu finden. Figuring out a way to get close to you where you wouldn't notice. Also sie hat quasi versucht herauszufinden, wo sie mir nahe kommen kann, damit ich es nicht bemerke. Diese Person, diese Ariana, die dich getötet hat. Warte, was war das gerade? She's murdered me. Sie hat mich getötet. She quickly learned that you have no filter when it comes to pretty girls. So that is... Ah, sie wusste, dass ich quasi komplett ihr blind vertraue, wenn man halt quasi hübsch ist. Also wurde sie ein schönes Mädchen. She created Ariane, a character that she knew you would fall for. Also sie hat quasi einen Charakter Ariane kreiert, wo sie sofort wusste, dass ich mich sofort in sie verliebe. Ups. And then approached you. Und dann hat sie mich quasi angelockt, als ich alleine war. Und dann bin ich für sie habe mich in sie verliebt. And you never even suspected that there was something. Und ich habe nicht mal bemerkt, dass etwas falsch war. You just chatted up this random girl. Du hast einfach nur dieses fremde Mädchen an der Busstelle angequatscht. I stared the creature has taken the shape of Adrienne. Ich schaute die Kreatur an, die Form von Adrienne hat an. What did it call itself? An echo. Wie nennt es sich? Ein Echo. I want you to know that she wasn't gentle. Ich möchte dich wissen lassen, dass sie nicht nett mit dir war. That you felt every second of the pain that she inflicted on you. Du hast jede Sekunde des Schmerzes gemerkt, den sie dir angetan hat. The afterburn of that horror still tastes like sweet candy to me. The afterburn, also das Verbrennen... Nach diesem Horror schmeckt für mich immer noch wie süße Süßigkeiten. Sie hat es wirklich getan. It's why I can stay here with you and help you experience that pain for all eternity. Das ist der Grund, warum ich hier sein kann und mit dir diesen Schmerz immer und immer wieder für alle Ewigkeit durchleben kann. Mein Gott, hat sie dich gehasst. Ach, das ist ja köstlich. The eyes of the creature that used to be Ariane seem to expand. Die werden größer, die Augen. Until they are the only thing that I can see. Huge and terrifying. Also ich kann es nur noch in diese gruseligen Augen schauen. I can see the hate that the girl felt. The burning desire to end me. Ich merke den Hass, den das Mädchen gefühlt hat. Das brennende Verlangen, mich zu töten. It washed over me until all I feel is resentment. Ich ertrinke. I'm nothing but pure emotion for longer than I know. Ich bin jetzt nur noch eine pure Emotion. This all-consuming hate engulfs me until I am it and it's me. Also dieses immer wiederkehrende, der Hass, der konsumiert mich und irgendwann bin ich der Hass. Ich bin nichts. Ich bin zurück. Wow, das war lustig. Ich möchte, dass es aufhört. Möchtest du, dass es aufhört? Möchtest du es nochmal machen? Yes, just make it stop. Ja, bitte mach, dass es aufhört. Now. That's what I wanna... das wollte ich doch hören. Jetzt bringt sie mich wieder um. I catch a hint of smile forming on Adrienne's lips as my vision slowly fades back to black. Sie lächelt und es wird alles schwarz von mir. Ist es vorbei? Wird Ariana mich endlich gehen lassen? Ich glaube nicht.
Oh, es fängt an. Nein. Nein, wir gehen zurück zum Start. Ach, jetzt fängt es wieder von vorne an, oder wie? Okay, jetzt gucke ich mal, was ist. Jetzt kann ich es wirklich skippen. Samael. Jetzt nenne ich mich mal Ariane. You're also waiting for the bus. Ich sag mal nichts. Ich glaube, dass es sich jetzt wirklich wiederholt. Change the subject. Kann ich auch wirklich alles skippen. Außer die Konversation, die ich noch nicht hatte. Leave it. Ich bin mal komplett abweisend zu ihr und guck, was dann passiert. Ich bleib, wo ich bin. Ich glaube, change subject. Ich sage immer gar nichts. Ich glaube, dass sie halt am Ende trotzdem wieder näher auf mich kommt. Und dann sind wir wieder in diesem gruseligen Kreis. Aber ich weiß ja gar nicht, was ich mit diesem Mädchen gemacht habe. Das ist ja gar nicht rausgekommen auf der Party. Und wie die mich getötet hat. Und was macht dieses Wesen jetzt auf einmal hier? Nein, ich bleib, wo ich bin. So. Ich glaube, es wird sie mich trotzdem einfach gleich töten. Sie merkt jetzt gerade, ihr Plan geht nicht auf. Das ist der Part, wo du stirbst. Okay, ich sterb trotzdem. Ja. Okay, interessantes Game. Ich habe jetzt nur nicht... Ich würde jetzt eigentlich gerne noch wissen, haben wir... Wie haben wir das Mädchen getötet? Warum haben wir sie getötet? Ein bisschen mehr von Giselle hätte ich mir gewünscht. Und vor allem würde ich mir wünschen, warum... Wie sie mich getötet hat. Da bin ich einfach zu neugierig. Aber ein interessantes Konzept. Ich mag so Games wie Doki Doki Lecture Club, die einfach so irre werden. Und dann kommen Plot-Twists raus und man denkt sich, was ist hier gerade einfach nur passiert? Das Game ist übrigens kostenlos auf Itch.io. Also falls ihr Bock habt, könnt ihr euch das sehr gerne abchecken. Und selber spielen und selber gucken, ob noch mehr kommt. Aber ich glaube, ab hier wiederholt es sich einfach nur noch. Ich glaube, da kann man nur noch verschiedene Möglichkeiten austesten. Und ich glaube, der Bus kommt nicht, wenn ich es richtig gelesen habe. Falls der Bus doch kommt, lasst es mich wissen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über ein Abo auch. Und wir sehen uns wie immer in den nächsten Videos.